Hallo miteinander. So, wir sind hier auf der Gauchach-Schluchttour, die unbekanntere von den dreien Röthenbach- und Wutachschlucht, aber der echte Geheimtipp. Ja. Genau, lasst euch überraschen, die Tour wird richtig cool. Bleibt auf jeden Fall dran. Die genauen Daten schreiben wir euch ins Video mit rein. Unten in der Videobeschreibung noch der Link zur Tour. Genau. Ja, wir freuen uns über ein Like. Schaut es euch an. Viel Spaß. Kommt mit. Also wir sind jetzt gerade vom Parkplatz weggelaufen. Das erste Stück geht erstmal hier durch das kleine nette Örtchen hindurch. Aber wir sind gleich erstmal draußen. Bis später. Am Anfang läuft man noch ein gutes Stück wirklich noch auf Teerboden und durch den Ort durch, bis man draußen ist. Zwischen den Häusern durchlinst, hat man dann doch immer wieder schöne Aussichten. Heute haben wir alles mit dabei. Schönes Wetter, schöne Landschaft und Tiere. In Döckingen, wenn mir jemand sagen kann, wo es Hiesli ist, dann immer raus mit der Sprache, schreibt es in die Kommentare. Man hört hier nur den Wind und man hört die Grillen. So, und jetzt sind wir draußen aus der Stadt. Jetzt geht's endlich in die frische Natur. So, ich bin gespannt. Kommt auf jeden Fall mit. Es lohnt sich. Übrigens, jetzt am Wochenende hat unsere Tutorial-Reihe gestartet mit dem Thema Wanderung planen am Komoot. Ich verlinke euch oben mal unsere erste Tutorial. Und was ich euch dazu zeigen wollte in einer der folgenden Staffeln, zeige ich mal, wie man an einer Apple Watch direkt eine Tour planen kann und wandern kann, komplett autark, ohne Handy und ohne Komoot. Seht ihr auch mal so ein kleines süßes Schutzhütchen, ja, zum Unterstellen. Und wissen könnt ihr es erkennen, ja, Wald ist gut fürs Klima. Dr. Wald ist für uns alle da. Lasst uns dran Freude haben, solange die Natur uns noch so reich beschenkt. Ja, süße kleine Grillstelle. Wunderbar. So, und hier müssen wir geradeaus. Ganz schöne kleine Pfade, richtig schön. Also so wie der erste Teil mir gar nicht gefallen hat, geht es hier eigentlich richtig schön weiter. Und da unten ist schon die Wutach.
guckt euch mal die Felsen hier an, richtig schön. Also wenn ihr mal die große Wutachschlucht runterläuft, da gibt es ganz, ganz viel von diesen Felsen. Hier bei der Gauchachschlucht ist nicht so wahnsinnig viel. So, Masterfrage. Laufen wir hier über die Wutach oder über die Gauchach? Also Steinmännchen sieht man doch immer wieder. Und der hier, der sieht richtig gut aus. Schaut mal selbst. Ich kann nichts dafür. Der Hund hat einen Stein auf dem Gewissen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Bitte bleib da drauf. Bitte, bitte. Ja, und er legt. Ja, Leute, das ist die Wahrheit, wie der Bruce Donnell sagen würde. Da geht's auf das Pfötchen. Mit Fund will ich euch sehen, wer denn an der Leine führt. Boah, ich bin so gespannt. Und wir haben einen Freiwilligen. Und es ist der Werner geworden. Ja, es würde jetzt ein bisschen rutschig. Noch irgendwelche letzten Worte? Hast du ein Handtuch dabei? Nein, aber du schaffst das schon. Die Freunde, das ist schon Adventschaftsrumpf. Hätte ich nicht gedacht, bin ich ehrlich. Yay, du hast es geschafft. Wasser entlang. Einfach sehr schön hier. Hat sich doch gelohnt, die Tür zu machen. Thank you.
und ihr sonnt euch. Ja, genau, prima. Macht weiter. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert uns, schreibt unten in die Kommentare was dazu. Und noch als kleine Erinnerung, hier unten, wenn ihr da drauf klickt, da seht ihr die Röthenbach-Schlucht und hier oben seht ihr unsere anderen Genießerpfade. Ja, bis zum nächsten Mal. Vivi. Tschüss, bis zum nächsten Mal.